Willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, die Donkey Kong Serie, meine Güte, lange Zeit war sie tot, doch dann holten die klugen Köpfe von Rare, die nun bei Retro Studios sitzen, Donkey Kong aus der Versenkung zurück mit Donkey Kong Country Returns im Jahre 2010 für die Nintendo Wii. Dieses Spiel wurde dann geremastert auf die Nintendo 3DS-Version, ein Port zu dem Spiel mit einem einfachen Modus, einer neuen Welt. Und so konnten noch viele weitere Leute in den Genuss dieses wunderbaren ersten Donkey Kong-Teils kommen. Doch Retro Studios gab sich mit einem Teil der Donkey Kong-Reihe nicht zufrieden. Ein zweiter war bereits in Planung, da sie noch so viele Ideen hatten. Und so entstand 2014 Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Wii U, die ja, wie wir leider heutzutage wissen, gefloppt ist. Und deswegen gibt es jetzt erneut einen Port zu diesem Spiel. Ich hätte zwar lieber einen dritten Donkey Kong Teil gehabt, denn dann hätten wir die moderne Donkey Kong Trilogie abgeschlossen gehabt, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, dass Donkey Kong nochmal für die Nintendo Switch erscheint, schon allein deswegen, weil so viel mehr Leute dieses wunderbare Spiel genießen können und so auch wir. Ich bin zwar stolzer Besitzer einer Wii U, ich fand sie wirklich nicht schlecht, die Wii U, und ich finde, sie hatte auch gute Spiele, aber ich bin damals nicht so der Typ gewesen, der Release-Spiele gespielt hat, und das hat sich ja im Laufe der Zeit geändert. Und deswegen spielen wir nun Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Switch heute am 4. Mai 2018, pünktlich am Release, 3 Jahre nach dem Original-Release. Also es ist schon einiges an Zeit vergangen und ich kann es eigentlich gar nicht abwarten. Ich habe die letzten Tage schon wieder meine Wii U-Version ausgegraben und nochmal ein bisschen gezockt, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und deswegen, ich glaube, es dürfte auch unschwer zu erahnen sein, ist es kein Blind Let's Play. Ich habe dieses Spiel schon einmal 100% abgeschlossen. Was ich aber noch nicht habe und ich in diesem Let's Play vorhab, ist die 200%. Wir werden, Spoiler, Spoiler, den Spiegelmodus nach Beendigung der Hauptstory ebenfalls in diesem Let's Play spielen. Und wir werden sogar alle Shiny Gold Medaillen mit Herzchen sammeln. Was es damit auf sich hat, bleibt einfach dran. Ich werde einen Livestream ankündigen und diese Shiny Gold Medaillen sammeln wir dann in den Livestreams. Im Let's Play, also das, was wir jetzt machen, das sind einfach nur die normalen Level. Wir sammeln alle Puzzleteile, wir sammeln alle Kong-Buchstaben und wir machen natürlich dann, wenn er verfügbar ist, den Hard Mode. Und deswegen lasst uns auch direkt loslegen. Sekunde. Ich möchte gerne hier bei Datei 2 loslegen, denn ich habe auf Twitter eine Abstimmung gemacht und diese Abstimmung ergab, dass ich doch den Originalmodus spielen soll. Dieses Spiel kommt nämlich mit 2 Modis daher. Einmal mit dem ultra coolen neuen Funky-Modus, der definitiv nicht nötig war in dieses Spiel. Ja, es ist schwieriger als Returns. In meinen Augen betrachtet finde ich es sehr viel schwieriger als Donkey Kong Country Returns. Aber das hat einfach die Donkey Kong-Reihe damals ausgezeichnet. Und wieso müssen wir nun heutzutage immer einen Hard-Mode dabei haben? Das ist einen Easy-Mode dabei haben. Das ist so unnötig. Aber gut, ich möchte ihn euch natürlich nicht vorenthalten. Wir starten diesen Modus mit, oder diesen Part mit dem Funky-Modus, werden dann aber ab Part 2 direkt rüber zum Original-Modus wechseln. Für die Leute, die es nicht sagt, ich werde es jetzt auch gleich nochmal erklären. Wähle den Funky-Modus, um ein bisschen zusätzliche Hilfe während deines Abenteuers erhalten. Spiele als Donkey Kong oder Funky Kong. Der gewählte Modus gilt für die gesamte Spieldauer. Das heißt, ich kann auch nicht hin und her switchen. Ein bisschen ärgerlich. Was gibt es bei Details? Im Funky-Modus kann Funky Kong gespielt werden und andere Kongs erhalten ein zusätzliches Herz. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und da war ich auch sehr verwirrt im ersten Trailer, der von Nintendo veröffentlicht wurde, denn da hatten Donkey Kong und Co. auch 3 Herzen anstatt 2. Und da habe ich mich mega über Twitter aufgeregt. Anscheinend hat das nur Auswirkungen auf den Funky-Modus. Der andere Modus bleibt wie folgt derselbe wie auf der Nintendo Wii U. Items kosten weniger und einige besitzen andere Effekte. Du kannst bis zum 5 Items mit in einen Level nehmen. Das ist dann auch schon mal mehr als beim Standard-Modus. Da konnte man nur 3 mitnehmen. Und sie während des Levels wieder auffüllen. What?
krass. Jeder Buchstabe des Wortes Kong, den du eingesammelt hast, wird nach Abschluss des Levels gespeichert, selbst wenn du sie nicht alle gefunden hast. Also, hier wird den Noobs unter die Arme gegriffen. Wenn ihr wirklich nur Casual spielen wollt oder einfach den neuen Modus erleben wollt mit den neuen Cutscenes, dann könnt ihr gerne diesen Modus spielen, aber ich empfehle euch wirklich für die meiste Unterhaltung in diesem Spiel, den Originalmodus. Mach dich für die klassische Herausforderung bereit. Der gewählte Modus geht bis zum Ende des Spiels. Im Originalmodus läuft das Spiel genauso ab wie in der Original-Wii-U-Version. Mit Funky Kong kann im Originalmodus nicht gespielt werden. Das finde ich sehr, sehr schade, aber ist nun mal so. Da muss man durch. Und den spielen wir ab Part 2, wie bereits gesagt. Jetzt starten wir aber mit dem Funky-Modus, denn der ist neu und ich möchte euch natürlich auch, wenn schon was Neues dabei ist, ist ja auch leider das einzig Neue, was hier dabei ist, dann möchte ich euch das natürlich auch zeigen. Legen wir los mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich spiele natürlich mit dem Pro-Controller. Es gibt keine andere Spielweise bei der Nintendo Switch. Das ist Standard mit dem Pro-Controller und auf geht's! Da war es sogar schon Funky. Gerade im Hintergrund, Sekunde, ich guck mal, ob er gleich nochmal kommt. Da bei der Donkey Kong Statue hinter den Palmen, hat er gerade hervorgeguckt, der gute Funky. Ja, da ist er, hi! Oh Mann, der Dude. Der Dude. Ja, und jetzt können wir eben hier hin und her wechseln zwischen Funky Kong und Donkey Kong. Donkey Kong eben dann mit 3 Leben und Funky mit 5 Leben und hat auch mega OP-Fähigkeiten. Wir werden es gleich sehen. Genauer. Abgefahren, du spielst es Funky Kong. Funky verfügt über 5 Herzen und nimmt durch die meisten Stacheln keinen Schaden. Nach dem ersten Sprung kannst du in der Luft erneut springen. Du kannst deinen Fall verlangsamen, indem du den Sprungknopf gedrückt hast. Du kannst ebenfalls Rollen und Schwimmschrauben vollführen, so wie du willst. Und sogar unter Wasser atmen. Wow, es ist krass. Funky Kong. Ja. Das war ja eine mega epische vorgerenderte Cutscene, aber ja, auch wunderschön musikalisch untermalt, aber was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, kein Funky Kong. Und das, obwohl wir im Funky-Modus spielen. Was ist da los?
Ja, da waren die Entwickler wohl leider faul. Und damit starten wir ins Abenteuer mit Funky Kong, wie wir sehen, 5 Leben. Und ansonsten steuert das sich wie jeder andere Kong, aber mit gewissen Vorzügen. Der gute Funky Kong kann nämlich dauerhaft diese Rolle hier einsetzen. Das kann Donkey Kong zum Beispiel nicht. Der muss, der rollt immer nur einmal ganz kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Funky nur einmal den Knopf drücke, ungefähr so weit rollt auch Donkey. Aber mit Funky kann ich halt dauerhaft rollen, wenn ich dauerhaft den Knopf drücke. Das kann Donkey zum Beispiel nicht. Das kann er erst, sobald ich einen Affen dabei habe. Und ansonsten können wir noch in einen Doppelsprung in der Luft sogar, okay, relativ krass, so wie in der Luft dann eben gleiten, wie wenn man einen Tanuki hat hier, mit Hilfe des Surfbrettes, das der gute Funky natürlich dabei hat. Funky Kong, ja, seit dem ersten Donkey Kong dabei, also kein neuer Charakter definitiv. Und hier haben wir gleich das erste Easter Egg, und zwar Donkey Kong Country Returns. Title-Screen-Musik im Hintergrund auf diesen alten Fernsehern hier in diesem abgestürzten Luftschiff. Und ja, da sieht man schon mal, Liebe zum Detail ist auf jeden Fall vorhanden. An sich, dieses Spiel ist einfach richtig schön gemacht und ich freue mich riesig, es jetzt endlich mit euch gemeinsam spielen zu können. Wir haben ja bis jetzt Donkey Kong Country 1 und 2 erst gespielt und den dritten Teil noch nicht. Das liegt daran, dass ich auch den dritten Teil noch nicht kenne und auch Returns leider noch nicht. Ich wollte schon mal starten, Returns, aber jetzt ist Tropical Freeze rausgekommen und dann ziehe ich das natürlich vor, weil, naja, ist halt ein Release-Spiel, das wird dann viel eher angeguckt. Was das angeht, unter Wasser hat Funky Kong auch noch einen kleinen Vorzug, und zwar alle anderen Kongs haben eine Luftanzeige, der gute Funky Kong nicht, aber ich habe es ja eh bereits vorgelesen eigentlich, deswegen muss ich das auch nicht erwähnen. Wunderschöne Musik auch im Hintergrund von dem guten David Wise. Hören wir, unter Wasser läuft zum Beispiel die Sticker Brush Symphony ganz leise im Hintergrund, während wir an der Oberfläche gerade einen komplett neuen Track hören, und auch das Intro war musikalisch elegant untermalt, also hätte man nicht besser machen können. Ich liebe vor allem diesen Wintertrack, als die Vikinger, wie wir ja gesehen haben, das sind diese Typen, die auf dem Boot angekommen sind, als die die Donkey Kong Insel übernommen haben und dann das Boot sich von denen oben auf der Insel angeberisch platziert hat. Da lief der meiner Meinung nach beste Track im gesamten Spiel und ich freue mich schon, wenn wir dann in dieser Welt wieder sind und es den Vikingern mal so richtig zeigen können. Ja, denn das lassen wir uns natürlich überhaupt nicht gefallen, dass die uns hier einfach unsere Hauptinsel wegnehmen, die Donkey Kong Insel, dort wo wir zu Hause sind, und uns einfach wegwehen. Aber dieser, naja, Eisvogel, der da zu sehen war, der sah schon relativ mächtig aus, deswegen, ob das so einfach wird, gegen die Vikinger zu gewinnen, nun, ich weiß ja nicht. Ansonsten, ich habe schon hier das ein oder andere sammelbare Objekt eingesammelt. Es gibt unter anderem in jedem Level Puzzleteile und in jedem Level Kong-Buchstaben. Puzzleteile gibt es hier im ersten Level. Ich kann gleich nachgucken, aber ich glaube, es sind 9 Stück an der Zahl. Dürfte jetzt eigentlich eh gleich das nächste kommen, deswegen einfach abwarten. Hier haben wir eine Banane, die droppt kleine Bananen. Sehr schön, und da droppt ein Puzzleteil, wenn wir die alle einsammeln. 3 von 9 Stück müssen wir finden, die gibt es eben für so kleine Mini-Aufgaben, eben wenn wir eine Wand finden, durch die man hindurch kann, oder wenn wir, wie wir gerade gesehen haben, dieses Bananen-Minispiel gemeistert haben. Also die können wirklich überall im Level versteckt sein, manche richtig gut, manche relativ billig, aber es ist definitiv nicht einfach, die alle zu finden. Und ansonsten gibt es halt noch die Kong-Buchstaben, die gab es auch schon im ersten Donkey Kong. Dafür gibt es ein Leben, oder gab es im ersten Donkey Kong ein Leben. Hier in diesem Donkey Kong werden die ganz anders gehandhabt, aber dazu kommen wir dann gegebenenfalls. Ja, das möchte ich jetzt noch nicht spoilern, was es dafür gibt. Ansonsten, was ist noch neu? Wir haben gesehen, Funky Kong kann auch greifen, das oder diese Sachen aus dem Boden ziehen. Das ging damals auf der Wii U-Version auch nicht. Nicht auf der Wii U-Version. Damals in Returns konnte man das nicht. Ich muss das natürlich auch ein bisschen mit Returns vergleichen, weil Returns war halt der Vorgänger. Und im Returns konnte man auf jeden Fall keine Sachen mit dem aus dem Boden ziehen, das ging damals noch nicht. Wir können ansonsten noch hier klopfen, damit können wir halt brüchige Gegenstände zerstören.
Und eben hier diese Pflanzen verkloppen, um so einen kleinen Bonus rauszubekekommen. Und damals auf in Returns konnte man zum Beispiel noch boosten. Das haben sie aber hier rausgenommen. Ich verstehe nicht warum, aber ich finde es eigentlich gut, dass sie es rausgenommen haben. Denn, naja, sind wir ehrlich, das Boosten war zwar relativ unnötig. Wenn auch ich dazu sagen muss, dass ich es schon gemocht habe, wenn man diese Pusteblumen weggepustet hat. Denn wer hat damals nicht, wenn er auf dem Schulweg nach Hause ging oder was weiß ich, wer hat dann nicht gerne einfach mal so ein paar Pusteblumen ausgepustet und einfach den Blüten, kann es Blüten sagen, dem Pollen trifft's eher, dem Pollen einfach zugesehen, wie sie durch die Gegend geflogen sind. Das war schon sehr, sehr cool und ich würde es auch heute wieder machen, wenn ich irgendwann mal eine Pusteblume sehe. Weiß gar nicht, gibt es die mittlerweile schon wieder? Ich weiß gar nicht, wann die blühen. Aber bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Ich glaube, die kommen erst so gegen Herbst, oder? Weil jetzt sind es ja noch die... Ah, egal, ich kenne mich nicht aus. Ja, so viel zu Donkey Kong. Ist ein super Spiel. Ich kann auch relativ... eindeutig sagen, dass ich wahrscheinlich relativ häufig mit der Musik mitsummen werde, weil diese Musik einfach so geil ist hier von David Wise, also richtig super. Und natürlich darf der Fässer-Spaß hier nicht fehlen. Hier haben wir schon das erste Fässer-Minispiel in Stage 1, bekannt aus natürlich Donkey Kong Country 1, 2 und 3, vor allen Dingen die berüchtigte Eiswelt aus Donkey Kong Country 1 oder die berüchtigte letzte Welt aus Donkey Kong Country 2. Fässer-Minispiele oder Fässer-Abschnitte haben es schon immer zur Donkey Kong-Serie dazu gezählt und waren nie einfach. Ich kann mich gerade jetzt nicht spontan an eine Stelle erinnern hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze, die jetzt nur aus Fässern bestand, aber ich, ja, sie haben halt ab und zu Fässer eingefügt und halt da das ein oder andere Puzzleteil versteckt. So viel steht fest. So, und jetzt wird es natürlich auch noch relativ, oh, da wurde ich das erste Mal getroffen hier im Funky-Modus. Oh yeah, das ist sogar das zweite Mal direkt hinterher, relativ lächerlich. Also, na, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen über den Funky-Modus reden, nicht wahr? Ich finde ihn allgemein extrem unnötig. Ich habe es ja bereits gesagt, warum müssen Spiele heutzutage immer einen Easy-Mode dabei haben? Das ist absolut unnötig. Die Spieleentwickler schätzen die Spieler heutzutage wirklich so schlecht ein, dass es fast schon traurig, dass wir so schlecht eingeschätzt werden. Wir sind gar nicht so schlecht eigentlich. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, deswegen schweifen wir kurz vom Thema ab. Denn hier müssen wir alle Bananen erwischen. Dafür gibt es nämlich ein Puzzleteil und wenn wir die nicht schnell genug einsammeln, dann verschwinden die. Und ich möchte natürlich das Puzzleteil haben, deswegen Konzentration. Yes, sehr schön. Dankeschön, liebes Checkpoint-Schwein. Das wurde auch neu eingeführt in Returns, das gute Checkpoint-Schwein. So, da haben wir ein dickes Walross. Ja, und natürlich die Gegner, ne, die Viehkinger, wie sie genannt werden, ich habe sie bereits angesprochen, sind natürlich auch an Eisgegner angelehnt. Deswegen haben wir hier zum Beispiel ein Walross und vor allem viele Pinguine. Also, das werden wir relativ viel hier sehen. Große Innovation in der Gegnervielfalt, was ja in Returns leider nicht der Fall war. Ich bin zwar trotzdem noch ein etwas größerer Fan von Returns, einfach weil, ich weiß nicht, das macht mir persönlich mehr Spaß. Vielleicht verbinde ich damit auch viel zu viele Erinnerungen und deswegen Nostalgiegefühle und so. Ich weiß es nicht, aber ich finde Returns in meinen Augen noch ein bisschen besser als Tropical Freeze. Bei Tropical Freeze ist es schon extrem krass übertrieben. So, jetzt gerade habe ich hier im Hintergrund einen Bonusraum gespielt. Da gibt es natürlich auch ein Puzzleteil dafür, doch das taucht, wie wir gerade gesehen haben, erst auf, wenn wir alle, ja, sammelbaren Gegenstände in diesem Bonus-Level eingesammelt haben. Ansonsten gibt es hier noch diese DK-Fässer oder eben hier die Donkey Kong-Fässer, die Funky Kong-Fässer. Damit können wir unser Leben hier in dem Modus auffüllen. Später dann im Donkey Kong-Modus sind die dazu da, um einen Begleiter herzuholen. Also wir spielen natürlich nicht nur als Donkey Kong, wir können sonst auch noch als Cranky Kong, Dixie Kong und Diddy Kong spielen. Und das war damals auf der Wii U schon relativ geil, weil
Naja, in Returns gab's nur Diddy und dann kehrten die alten Veteranen zurück, vor allem über Dixie haben sich viele Leute gefreut und natürlich der alte Cranky, der Angeber, der war natürlich auch Fan-Favorite damals. So, ein Puzzleteil dürfte, glaube ich, noch fehlen. Ich hoffe, das ist hinterm Ziel, weil da verstecken die gerne was. Und genau so ist es auch diesmal. Sehr schön. Und damit haben wir das erste Level zu 100% abgeschlossen. Was ich jetzt aber auch noch zeigen möchte, ist, dass der gute Funky Kong auch über Stacheln gehen kann und da auch keinen Schaden bekommt. Auch extrem lächerlich, aber ihr seht's ja. Ich muss nicht mal was drücken. Es ist nicht mal wie mit Cranky, wenn man mit Cranky spielt, dass man noch eine Taste drücken muss. Nein, sobald er auf den Stacheln landet, holt er automatisch sein, ja, Surfbrett raus. Ich kann mich jetzt zwar hier über die Stacheln nicht fortbewegen, wie man sieht, wenn ich nach vorne und nach hinten drücke. Aber wenn ich halt springe und dann kann ich hier über die Stacheln einfach zack, zack, richtig lächerlich. Richtig lächerlich und genau deswegen werden wir ab dem nächsten Part natürlich wieder switchen zum Standardmodus. Der Funky ist natürlich cool, aber muss nicht sein. Und jetzt verprügeln wir noch das DK-Fass und sammeln erstmal 15 extra Leben. What the fuck ist hier los? Nice! Yeah! Und die 100% in Level 1. Yeah! Für die Donkey Kong-Dinger will ich halt noch nicht spoilern. Also für die Kong-Buchstaben will ich noch nicht spoilern, was es dafür gibt. Aber eben... Für die Puzzleteile schalten wir Bilder frei. Also die sind optional, zählen auch nicht zu den 200%, aber wir holen sie natürlich uns alle. So, und da wären wir auf der Overworld von Welt 1, Mangoruvian dürfte das gewesen sein. Und hier war Mangoruvia Bay Level 1, was wir eben gerade gespielt haben. Und jetzt haben wir das Spiel auf Zeit freigeschalten. Und das interessiert mich ja vor allen Dingen am meisten, wie das gerade mit Funky ist. Deswegen, lass uns das mal reingucken. Wenn du einen neuen Rekord erziehst und mit dem Internet verbunden bist, kannst du deine Bestzeiten in die Bestenliste online veröffentlichen. Die Rekorde werden pro Nintendo-Account nicht pro Spieldatei gespeichert. Du kannst die Rekorde und Wiederholungen anderer in den Spiel... Ja, das ist genauso wie bei der Wii U-Version. Aber es ist interessant, dass man sogar mit Funky Kong Weltrekorde aufstellen kann. Zeig mal die Weltliste hierher von Level 1. Natürlich. Da spielen sie alle mit Funky. Der hat natürlich einen unfairen Vorteil und ist natürlich auch sehr viel schneller als alle anderen. Oh Mann. Ja, da muss ich noch gucken, wie ich das dann machen werde im Spiel auf Zeit. Aber wir werden natürlich die Spiel auf Zeit auch machen, wie bereits gesagt, im Livestream. Jetzt würde ich aber noch gerne hier Level 1-2 in diesem Part reinpacken, weil wir danach Funky Kong Shop freischalten. Und den würde ich euch natürlich auch noch gerne präsentieren. Vor allem, da wir ja jetzt mit Funky Kong spielen. Bruchstrandung Level 2. Was sich auch noch ein bisschen geändert hat, ist, abgesehen von ein paar kleine Daten noch droppen, bei der Wii U-Version lief dieses Spiel nur in 720p, ich glaube 60 FPS, und hier auf der Nintendo Switch läuft das Spiel sogar in 1080p 60 FPS, musste aber auch sein. Also es wäre lächerlich gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, deswegen sehr schön, dass es so ist. So, ja. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und ansonsten, was sich auch noch geändert hat, was vor allen Dingen für mich nice ist im, Spiel auf Zeit, weil da muss man halt relativ oft ein Level neu starten. Die Ladesequenzen sind kürzer geworden. Also das Spiel lädt sehr viel weniger. Gibt auch so viele Vergleichvideos im Internet bereits. Bei der Nintendo Wii U Fassung gab es 15 Minuten Ladezeit, während es hier, nicht 15 Minuten, 15 Sekunden Ladezeit, während es hier bei der Nintendo Switch Version 7 oder 6 Sekunden Ladezeit waren. Also das ist schon krass weniger geworden und hebt natürlich auch den Spielspaß, weil desto schneller man weiterspielen kann, desto besser, nicht wahr? Und das ist schon nice. So, ansonsten hier können wir uns an dem Gras festhalten, das wurde uns auch gerade beigebracht. Sollten wir Ausschau halten, sollten wir in Erinnerung behalten, dass wir auch diesen Skill haben. An sich wird jetzt hier pro Level immer ein bisschen was beigebracht, was man dann natürlich später wissen sollte. Und wenn wir hier über diese Dinger hier springen, dann erhalten wir das K. Den K-Buchstaben. So, hier haben wir wieder ein Bonus-Game. Ich möchte jetzt auch ein bisschen schneller durch dieses Level durch, weil, naja, wir haben jetzt schon für Level 1 und halt das Intro dieses Videos extrem lange gebraucht. Deswegen,
Ich würde es nicht schlecht finden, wenn wir jetzt ein bisschen schneller hier durch Level 2 durchrasen. Vor allen Dingen, ich glaube sogar Level 2 ist ein bisschen kürzer als Level 1, deswegen noisy, noisy. So, da skippen wir auch die kurze Siegesanimation vom guten Frangi. Muss ja nicht jedes Mal sein, nicht wahr? Wir werden diese Bonus-Level noch oft genug sehen. Und wenn ich halt der Meinung bin, dass wir gerade sowieso ein bisschen Zeit oder ein bisschen wenig Zeit haben, dann werde ich das einfach direkt überspringen. So, natürlich hier nicht vergessen, das Wasser zu untersuchen, denn da kann sich auch manchmal was befinden. Oder eben ein böser Hai, der nach mir gerade schnappen möchte. Das finde ich natürlich nicht so cool, der Funky mit seiner Taucherbrille unter Wasser. So, hier möchte ich auch kurz nach oben, denn da haben wir ohne Banane. Ne Bananchen. Alles klar. Sehr schön. Okay, leider kein Puzzleteil dafür, aber man will ja auch nicht zu viel fordern, nicht wahr? Man will ja auch nicht zu viel fordern. Was ich ansonsten auch noch sagen möchte, es gibt natürlich auch Bosse hier in diesem Spiel. Selbstverständlich gibt es Bosskämpfe und das immer am Ende einer Welt und die haben eine kleine Intro-Cutscene und ich glaube, einfach nur weil ich es möchte, auch für mich selbst, werde ich diesen Funky-Spielstand behalten, um euch und mir dann die neuen Funky-Cutscenes zu zeigen. Also das bedeutet, immer wenn wir zu einem neuen Boss kommen, dann werde ich euch die neuen Cutscenes mit Funky Kong in der Hauptrolle zeigen und danach natürlich noch die Standard-Cutscene aus der Wii U-Version, die wir bereits kennen von Donkey Kong und Konsorten, falls es euch interessiert. Also so werde ich das höchstwahrscheinlich lösen, damit wir auch wenigstens noch ein bisschen was Neues zu sehen bekommen. Und naja, Funky ist halt schon so ein bisschen was Besonderes, der gute Funky. Deswegen, das sollte man vielleicht dann doch zeigen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sonst machen. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute wirklich 100% machen. Also, abgesehen von den Puzzleteilen, die Shiny Gold-Medaillen und die 200%. Ich denke, ich bin da wieder der einzig Geistesgestörte unter den Spielern auf YouTube. Aber das bin ich halt nun mal, ne? Für mich ist ein Spiel erst dann durch, wenn man die 100% in dem Spiel hat. Und so auch hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja. So, hier möchte ich auch alle Bananen sammeln, weil wer weiß, ob es dafür vielleicht etwas gibt. Ja. Mit Donkey Kong muss man unter Wasser die Luft immer aufladen. Deswegen gibt es hier überall diese Blubberblasen. Falls ihr euch fragt, ne, ich weiß ja auch nicht, ob es euch interessiert, wie das Spiel abläuft oder ob ihr einfach nur guckt, weil 2D Jump'n'Run halt gut zu gucken ist und ist halt neu, das Spiel. Ich weiß es nicht, aus welchem Grund ihr dieses Video guckt. Aber wenn es euch bis hierhin schon mal gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch riesig freuen. Hilft mir, hilft dem Kanal zu wachsen. Deswegen droppen wir einfach das jetzt hier schon mal mitten im Part. Und, ne? Ich sag danke. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich auch in den nächsten Parts dabei seid. Hier von Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Wir sind natürlich noch nicht durch, auch wenn dieser Part jetzt gleich eine halbe Stunde hat, meine Güte. Aber es ist, glaube ich, okay. Dann sehen wir wenigstens genug Funky-Action, da es ihn ja danach sowieso nur noch bei den Boss-Cutscenes gibt, dürfte das eigentlich relativ in Ordnung gehen, wenn ich jetzt hier ein bisschen länger spiele. Ein bisschen länger. Das habe ich gar nicht im Auge behalten, wie viele Puzzleteile wir mittlerweile haben. Deswegen, vielleicht sollte ich beim nächsten Puzzleteil mal drauf achten oder beim nächsten Kong-Buchstaben vielleicht auch mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier haben wir nix. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, ich weiß, was wir hier haben. Es wurde auch neu eingeführt, ja. Und zwar Secret Exits. Die werden durch diese Portale gekennzeichnet und führen einen dann direkt in einen neuen Raum mit so einem Level-Zielfass. Okay, dann muss ich das Level gleich nochmal spielen. Alles klar. Um das auf Standard durchzuspielen. Hilft nichts. Ein Puzzleteil und das G fehlt. Das heißt, am Anfang kann ich einfach durch alles durchrennen. Ich würde das gerne noch hier in dem Part abschließen, hier das Level. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Funkys Krimskramskiste an. Der Shop dieses Spiels im ersten Teil für die Nintendo Wii Donkey Kong Country Returns hat ja Cranky den Laden geführt. Und auf der Wii U in Tropical Freeze hat ihn Funky geführt. Leider spielen wir den gerade und deswegen ist er gerade natürlich nicht hier, um seinen Laden zu leiten. Aber
Sie haben einen neuen Vogel eingebaut und zwar neuer Squawks. Interessant. Hey, Kumpel, während du die Insel rettest, halte ich hier die Stellung. Kein Problem, du kriegst da auch einen satten Angestelltenrabatt. Ah, okay. So wird das also erklärt, warum das hier alles billiger ist. Alter. Ein blauer Ballon kostet genau gleich viel wie ein grüner. Okay, interessant. Ansonsten, ich glaube, die Items, auf die gehe ich ein andermal ein. Hier sehen wir halt, was es sonst noch gibt. Die haben halt jetzt auch ganz neue Funktionen hier im Funky-Modus. Also ich schätze, die Sachen hier geben einfach viel mehr Herzen oder so. Ja. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass sie hier einen neuen Vogel eingefügt haben. Und der ist halt auch richtig funky. Weiß gerade gar nicht, was der gesagt hat noch, aber... ihr könnt ja das Video pausieren und es euch ansehen. So, jetzt sehen wir uns gleich wieder an der Stelle, wo der Secret Exit war. Und dann geht's da weiter. Ah, ich bin glaube ich schon vorbei. Ja, das war hier an der Stelle. Okay, dann lasst uns weiterspielen. Uns fehlt ja noch das G sowie ein weiteres Puzzleteil. Und das würde ich natürlich gerne noch in diesem Part finden. Hierfür gab es leider nichts, aber vielleicht hier unten... Ja, nur ein paar Bananen. Schade, schade. Aber hier haben wir ein Floß, das wir aktivieren können. Relativ cool. Und das treibt natürlich jetzt hier, wie so ein Floß natürlich es auch sollte, über das Wasser. Und ich werde einfach mich mal drauf konzentrieren, hier alles einzusammeln. Und das war keine so blöde Entscheidung, denn dafür gab es ein Puzzleteil. Und hier oben haben wir das G. Und wie ihr gerade auch gesehen habt, ist eigentlich ein relativ gutes Beispiel. Ich musste jetzt nicht mehr K-O-N-G einsammeln, sondern ich konnte jetzt einfach nur das G einsammeln und das K-O und G zuvor wurden bereits gespeichert. Das ist halt auch so ein Vorteil im Funky-Modus. Wie gesagt, ist halt wirklich ein Noob-Support. Wenn ihr den vollen Spielspaß genießen wollt, dann spielt es besser im Standard-Modus. Ansonsten eine kleine Sache kann ich euch noch präsentieren. Und zwar aus Donkey Kong Country 3 ist dieser Slide hier über das Wasser wieder dabei. Relativ cool. Mit Donkey Kong sieht es halt wirklich aus wie in Donkey Kong Country 3. Hier mit Funky sieht das aber sogar noch ein bisschen stylischer aus. So. Und damit beenden wir Level 2. Hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid, bis dahin, tschüss, euer Ultra. Woohoo. Freue mich riesig. Geiles Spiel!